So, weiter geht's. Wir haben ganz viel Quatsch gemacht die ganze Zeit. Nichtsdestotrotz wird es Zeit, dass wir weniger Quatsch machen und einfach mal mehr mit dem Spiel weitermachen. Und zwar gehen wir zuallererst zu Onkel Sid, denn Onkel Sid hat Waffen für uns fertig. Und die würde ich ehrlich gesagt gern an mich nehmen. Ich bin mir nicht mal ganz so sicher. Ich glaube, er war da hinten eigentlich tatsächlich, bei dem Ausrufezeichen. Wenn wir aus Versehen die Quest starten, dass wir jetzt nach Altissia gehen, wäre das echt kacke, aber ich wäre echt nicht böse drum. Weil ich bin echt bereit, dass wir langsam mit der Story weitermachen. Ansonsten haben wir auch nur noch irgendwie 2 oder 3 Sachen, die wir machen müssen. Und dann geht es ja sowieso weiter. Also von daher, kriegen wir hin. Also ja, ich weiß, ich beschwere mich die ganze Zeit darüber, dass so schnell die Sonne untergeht. Und ja, ich weiß, es ist ein lore-related Ding, dass das passiert. Nichtsdestotrotz ist es fucking anstrengend. Und das passiert erst in 200 Jahren, dass das... Es ist halt... You know. So, ein neuer Bioblaster, finde ich fantastisch. So, Ausrüstung, prompto. 339, Alter, holy shit. Alright, I'll give you a call when it's ready. Alright, let's go, bro. Oh my, oh, y'all brace yourself for power. Okay, mehr können wir nicht, mehr geht nicht. Aber das ist okay, das ist genug, mehr brauchen wir gar nicht, wir sind ready, Alter. So, wir müssen glaube ich auch nochmal mit ihr reden, weil wir haben vor 100 Jahren ihr Quest angefangen. Es wird Zeit, dass wir es beenden, würde ich sagen. Daher, go girl! Hey, Iris. Oh, hey, Noct. What's up? Oh, you know, nothing. Noct has a little something he wants to give you. Wait, what? I do? Something from Noct? For me? Ein Anruf vom FBI. Here. It's beautiful. Oh, I love it, Noct. You're so sweet. I'd say you made her day, buddy. Yeah. All's well that ends well, I guess. Die Blumen sind halt auch einfach schon 100 Jahre alt. Und anstatt der Mogri-Puppe bekommen wir den Mogri-Talisman. Zumindest etwas Mogri-mäßiges, aber es ist jetzt der zweite, den wir schon haben. Kann ich dich nochmal ansprechen? Hey there. Oh, did you check out the elevator? It takes you right down to the dock. Cool. Danke, dass du uns nicht die Puppe gibst, die wir haben wollen. So, ich habe gehört, von dir kann ich auch noch einen Quest kriegen. Scheinbar eher nicht so. Was geht hier eigentlich ab? Okay, mehr Magieflakons können wir nicht haben. Beim Gemüseanbauen bekommt man Autotuning-Teile, lese ich gerade. Mein Gott, was ist denn hier immer los, wenn ich aus so einem Ding rausgehen möchte, dass da 300 Leute vorstehen? Good news, Noct. Our garden is up and running. So, Noct. You gonna put your green thumb to the test? And do what with it? Grow vegetables? You can eat them or sell them if you want. Fine. So what do I do? It all starts with a seed. Here, try these. Okay, aber wo ist das Feld? Keim, eine Landzunge im Sigillischen Meer, dem Ozean, der sich zwischen Accordo und Lucis erstreckt. Der Leuchtturm am Kap Keim weist seit jeher den Schiffen, die zwischen Altissia und dem Galden Kai verkehren, den sicheren Weg. Die Veränderung in den internationalen Beziehungen und die immer häufigeren Übergriffe durch Sicher erschweren den Betrieb des Leuchtturms jedoch zunehmend, bis er schließlich aufgegeben wurde. Heute erinnert sich nur noch die einsame Silhouette eines hohen Turms an das wunderschöne Leuchtfeuer, das einst auf den Wellen der Nacht tanzte.
dieser Tage halten hin und wieder Angler in der Hoffnung auf den großen Fang am Fuße des Leuchtturms, wobei vermutlich einige Unvorsichtige unter ihnen selbst als Futter enden, denn an der Küste treiben sich wilde Seeungeheuer herum. Sie sind auch der Grund, warum im Schatten der Eichen, die das Königreich Lucis vor vielen Jahrhunderten als Zeichen der Freundschaft vom Königreich Tenebrae erhalten hatte, keine Spaziergänger mehr entspannten. Krass! Deepest Lore einfach. Ist das hier das Feld? Nein, das ist eine Tür. Aber Girl, wo soll ich den Kram anbauen? First, we plant them. Ja, cool. Wo ist das? You're such a nerd. Wo ist denn das Feld? Hinter dem Leuchtturm sehe ich gerade. Okay, jetzt gehen wir erstmal pennen. Wenn es kostenlos geht, machen wir das hier. Aber nicht hier, sondern anscheinend da oben. Irgendwo kann man schlafen, das weiß ich. Aufheben ist illegal. Doch nicht. Regalia-Abzeichen, bla. Let's call it a day. Soft beds, baby. Das ist neu, oder? Crazy. Oh, das ist cute. Das speichern wir. So, okay. Ah, jetzt können wir auch bei ihm das Quest holen, was ich haben wollte, glaube ich. How you doing, Talkin? Good, Prince Noctis. What's that there? Oh, this thing? It's a Cactuar figurine. I really like cactuars. Oh. You can buy them in different places and in different colors. I want to finish the collection, but I still need a yellow one and a blue one. I guess you wouldn't have seen them at any shops, have you? Oh, sorry, no. Never paid attention to them before. Oh, well, of course you wouldn't. But I will from now on. If I see the colors you're missing, I'll grab them for you. Okay. Ja, es ist gut. Lass uns loslegen. Ich bin bereit. Danke. Okay. It would be nice if we could find some way to track down the cactuars for him. Gotta say though, it's a pretty grown-up hobby for a little guy. Perhaps we could survey some shops while we're still in Lucis. Sounds like a plan. Let's do it. Warum ist Sammeln denn ein Hobby für Erwachsene? Du hast das Saatgut verstreut. Schau dir das Feld morgen wieder an. Okay, das werden wir definitiv tun. Aber erst später. Wir haben daher jetzt Sommersonne Kaktor. Finde ich gut. Wir haben sogar schon eine Figur. Das ist ja süß. Ich weiß nicht, wo ich die her habe. Aber die können wir abgeben anscheinend. One time, my grandpa bought me the Wow, was war das denn gerade? I was so happy. I couldn't sleep all night. Was ist das denn, Alter? So cool the way they pose. They sell only one color in each area. One time, my grandpa bought me the green one. I was so happy. They sell only one color in each area. I wonder where okay. You can get them. Ah, stimmt. Ich habe so ein Ding irgendwo mal gekauft, ne? Ich habe mich schon gefragt, wofür das gut ist. Jetzt weiß ich's.
Ist ja die Frage, wo habe ich das her und wo finde ich das andere? Let's get a shot with the lighthouse. Hair blowing in the breeze. We'll be seaside supermodels. Brauchen wir nicht. Not really feeling it. Maybe another time. Oh, but I wanted to be a seaside supermodel. Haben wir das nicht schon gemacht? Mag sein, dass ich mich irre, aber ich habe das Gefühl, das haben wir schon mal gemacht. Mysteriös, würde ich so sagen, aber was soll's. Können wir nochmal darüber reden, dass die Final Fantasy 7 Demo draußen ist? Ich erst das letzte Mal darüber geredet habe, dass sie doch wahrscheinlich irgendwie zum eigentlichen Release rum herauskommen sollte. Fucking yay, okay? Dude. Unglaublich. Unglaublich einfach nur. Ich sehe gerade, ich muss nach Lestalum. Was passiert hier denn? If you say so. So, remember how I picked something up at the market the other day? I think so. Well, this is for you. What is it? You put your life on the line every day. So I wanted you to have a little insurance. A lucky charm. It's called a Moogle. This one's gonna look out for all you guys. Keep him by your side and he'll take care of you. And if he gets roughed up, I'll take care of him. I'll be in Kaim. Later. Endlich! Oh mein Gott! Ich habe auf diese Cutscene so lange gewartet. Oh mein Gott, sie war die ganze Zeit fucking hier, Alter. Voll gut, oh mein Gott. Nice. Dude, holy shit. Großartig, Alter. Voll, endlich haben wir die scheiß Muggelpuppe. Damn, Brudi. Nice. Finde ich super großartig. Hätten wir gar nicht eine Sidequest machen müssen, sondern hätten einfach so gewonnen. Welcome. So, warte mal kurz. Anscheinend kann ich... Das kosten 6.000, halt, was soll's. So. Okay. Das ist... Ich glaube, ich muss irgendwann super viel angeln, von daher... Kaufe ich mal den ganzen Kmusel hier. Thank you. Ah, da, warte mal kurz. Einen kann man von Whist Chocobo Post kaufen. Das habe ich, glaube ich, sogar getan. Dann habe ich das auf jeden Fall. Dann in Lestalum. Bei irgendeinem Dude, der was verkauft. Okay, warte, dann müssen wir hier lang. Shit, können wir nicht. Wir können nicht durch die Wand. Ach, ey. Finde ich sehr, sehr schön. Endlich haben wir diese dumme Kackpuppe, Alter. Dann checken wir gerade mal, wo hier so ein Tisch mit Kaktor-Figuren ist. Welcome, welcome. Remind me, what was it you liked? Ah, guck mal. Hier finden wir das Restaurant und hier finden wir auch die Jagdaufgaben. Here's what we have. Take a look. Je größer der Stufenunterschied zu den Gegnern, desto größer der erteilte Schaden. Zählt das auch für uns? Yo,
Also, das, wenn wir über dem... Ja, warte mal, natürlich zählt das auf. Das ist eine dämliche Frage. Also, ich wollte mich halt gerade so fragen, von wegen, ja, machen wir auch mehr Schaden, wenn wir einfach stärker als der Gegner sind? Und ich denke mir halt so... Ist eigentlich hinfällig, diese Frage. So, wo ist hier der Gegner? Der Dings-Shop. Da können wir irgendeinen Quatsch machen. Da ist es. Ich sehe. Excuse me, but you're a hunter, right? Yeah, something like that. You see, Gramps is seeking to secure new supply channels for merchandise. Supply channels? Okay. To that end, we'd negotiated a deal with your fellow hunter, but he went silent. Ich glaube, das sieht richtig aus. Cool Spiel, dass du einfach wegcrashst. Das ist halt super nice. Finde ich voll gut, Alter. Wir brauchen die blaue Kaktusfigur. Sehr gut. Oh mein Gott. Sweet! That's the whole collection. Let's pay Telka to visage. Certainly not your average little boy. A little bit too much brass for that. That's how I imagine you used to be, Iggy. I wasn't, I assure you. So, dann zappen wir ganz fix zurück und geben die Charakterfigur ab. Anscheinend haben wir aus Versehen sogar noch einen Quest angenommen, was ich gar nicht wollte, aber was soll's. Manchmal ist halt doof. Mache ich auch den Adamant Taimai am Ende noch? Ja. Der gehört ja noch mit dazu. Der ist ja noch irgendwie wichtig. Muss nur überlegen, was es da noch so für wichtigen Kram gibt, den man irgendwie besiegt haben sollte. Ich weiß das halt gar nicht, ehrlich gesagt. Look at all these lights. What a relief. Indeed. They ought to keep the demons at bay. Also ja, Aufnahmen laufen alle noch gut. Keine Sorge, alles ist so, wie es sein soll. Sollte ich alle wichtigen Gegner im Google Doc stehen haben. Ja, ich glaube aber im Royal Update haben sie halt irgendwie auch nochmal ein paar Gegner ins letzte Kapitel mit reingepackt. Weil da irgendwie halt das ganze Ding einmal komplett neu gemacht wurde und da sind irgendwie halt, glaube ich, auch neue drin. Daher... Hey, Target. We got you the goods. What? Oh, really? Whoa! Yes! I got them all now! Thank you so much, Prince Noctis! That's so cute. Aunt Monica teaches me how to fight, like a crown. Ich weiß nicht, was sein Problem ist. Dass ich muss einfach den Knopf gedrückt halten und dann geht das halt mega ab bei dem. Aunt Monica teaches me how to fight. How long are you staying, Prince Noctis? Sometimes. How long are you? 1,000 needles. Guter Dude auf jeden Fall. Guter Dude. Lights on, guys. Kann man machen. So, die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, was hatte ich noch vor? Das waren zwei Sachen, die noch fehlten. Das ist natürlich auch meine Word-Datei zu. Ach. Gott, wo ist die denn schon wieder? Hier. Da steht erstmal nicht viel drin. Aber ich habe mir ja praktischerweise Infos gemacht, was wir noch machen müssen. Und da haben wir hier einmal... Die Chocobo-Rennen, die können wir rausstreichen. Die sind nicht mehr wichtig. Sommer, Sonne, Kaktor haben wir auch geschafft. Sehr gut. Und die haben wir auch fertig. Das heißt, wir haben noch das Fotoshooting mit Viv und die Streifzüge. Und ich würde sagen, wir nehmen das hier an und machen dann derweil das hier, weil wir wahrscheinlich auch so ein bisschen durch die ganze
ganze Geschichte durch die Gegend kommen werden und dann mal gucken können, was so geht. Wir werden das hier nicht machen, weil ich kein Level 10 Angeln habe, um die ganze Geschichte zu schaffen. Leider. Aber wir können auf jeden Fall alle anderen hier machen. Das ist total möglich. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir dem mal entgegen und gucken mal, was so geht, Alter. Dann haben wir es geschafft, dann können wir mit der Story weitermachen. Haltet eure Höschen fest. Wir sind bald mit dem ganzen Sidequest-Kram fertig. Dann ist hier Party, okay? Dann ist einfach Altissia-Time. Ist hier ein bisschen Political Action Time. Dann ist hier ein bisschen. Could crash right here. Noctis is serious time, so. So, hier ist, by the way, gerade mal so ein bisschen. Oh, das ist cute, das nehme ich. Der Plan für die Zukunft. Hä, welches? Das hier? Oder meinst du das da? Die Schulter? Oder der Rücken oder was das sein soll? An ihn möchte ich mich nicht erinnern, ehrlich gesagt. Ich muss das Angel-VR-Spiel machen. Ja. Hey, I'm done with your weapon. Oh, nice. Das würde ich vor Altissia machen und das ist auch nur so 4 Stunden lang. Daher, das werde ich einfach mal als nächstes angehen. Dann, sobald wir das geschafft haben, geht's nach Altissia. Dann machen wir damit der Story weiter. Schieben zwischendurch Episode Prompto und Ignis. Dann. Lass mich kurz überlegen. Spielen wir normal weiter, bis wir zu Kapitel 14 kommen und das beenden wir. Say, are you the ones working this garden? Yeah. Wo kommt er denn her, Alter? Aus den fucking Heuballen da hinten. Da war er so drin, hat sich so versteckt, so rausgeguckt. In einem richtigen Moment springt er heraus und ist so, hey, seid ihr nicht diejenigen, die hier auf diesem Feld arbeiten? Was geht denn mit Daddy hier ab, Alter? Oh, wir wollen Autozubehör haben. Oh toll, es sind einfach nur Sticker, Alter. Was für ein Trash. Toll, ich hätte einfach... Kann ich auch mehr verstreuen, außer die paar hier? Weil wir haben halt einfach ein ganzes Feld und ich baue halt 4 an, Mann. Das ist halt ein bisschen Trash irgendwie. Aber auf jeden Fall, der Plan ist... wir machen die Sidequest fertig, fangen mit dem VR-Spiel an. Das machen wir dann ganz fix durch, dann geht's nach Altissia. Dann kommt Episode Ignis, dann machen wir normal weiter, dann kommt Episode Prompto, dann machen wir normal weiter, dann kommt irgendwann diese Gladio-Mission, ich weiß gar nicht, ob die auf dem PC überhaupt verfügbar ist, aber auf jeden Fall kommt die dann auch noch irgendwie mit dazu. Dann machen wir normal weiter, bis Kapitel 14 zu Ende ist, dann spielen wir Comrades, weil das ist auch Plot, Lore, Story-technisch wichtig für die ganze Geschichte hier. Dann spielen wir Comrades durch. Dann geht's mit dem normalen Spiel weiter. Und sobald wir das durch haben, machen wir den ganzen Endgame-Kram. Das heißt, wir machen Adamant Taimai, wir machen den Pythios Dungeon, wir machen was auch immer sich sonst noch so freischaltet und irgendwie cool ist und gesehen werden sollte. Dann mache ich nochmal Episode Ardyn. Und dann sind wir fertig mit der ganzen Sache. Dann haben wir Final Fantasy 15 komplett auf dem Kanal. There you all are. Here's your weapon now. So, okay. Das lief ziemlich okay. Jetzt kann er auch seine... Armbrust wieder haben und macht einfach mehr Schaden damit als hiermit. Und
Gut, dann fangen wir mal an mit den Fotoshootings. Senden uns dafür zurück nach Lestalum. Und dann geht's los. Du. So, automatisches Fahren nach Lestalum. Los geht's.